Die Hauptübung von der Feuerwehr Pratteln 2018 ist im Zeichen von der Kommandoübergabe gestanden. Für den bisherigen Kommandant, Major Stefan Bielser, war das der letzte öffentliche Einsatz mit Spezialeinlagen. Zum Beispiel am Übungsanfang, Trainingseinsatz mit Spielzeugauto und brennenden Modellhäusern. Hallo Stefan, schön bist du hier. Der Einsatzleiter macht das richtig, er geht gut Kunden. Ist in dem Fall immer schön. Rund ums Gebäude laufen ist relativ einfach, ist in einer Minute erledigt. Stefan, hast du den Griff? Die Übungsanlage geht aus von einem Chemieereignis mit Brand. Da kommt das erste Löschfahrzeug, das TRF. Aha, scheinbar ist da irgendein Gemisch unterwegs, das nicht gesund ist. Der orange Rauch da drin, das heisst auch nicht gut. Bergung von einem vergifteten und kontaminierten Chemieopfer. Löschen vom Brand mit dem Einsatz von einem Tanklöschfahrzeug und einer Drehleiter. Bergung von eingeklemmten Passagieren aus einem umgestürzten Fahrzeug. Plötzlich taucht am Himmel ein Helikopter auf. Der Kommandant und seine Frau werden temporär auf einen Flug ins Baselbiet entführt. Die Übung geht weiter. Ausgelaufene, giftige Chemikalien sind ein Problem. Einsatz von der ABC-Wehr Basel-Land. Sorgfältige Anlegen vom Vollschutzanzug ist wichtig. Das Umpumpen von giftigen Chemikalien. Dekontamination von den Schutzanzügen. Nachdem der Kommandant von seinem Flug zurück ist, kann die Übung mit den Beförderungen und Verabschiedungen definitiv abgeschlossen werden. Höhepunkt der Beförderungen ist die Übergabe der Majorspatte an den zukünftigen Kommandant Reto Hess. Gemeinderat und Vorsteher vom Departement Sicherheit, der Urs Hess,
bei der Laudatio für den abtretenden Kommandant Major Stefan Bielser. Vor dem traditionellen Nachtessen wird der abtretende Kommandant beehrt durch das Defilé von den Fahrzeugen der Nachbarfeuerwehren, angeführt von der Formation Pipes and Drums vom Rhein. Die Rahmenveranstaltung vom Nachtessen ist ein humorvoller Wetten-Dass-Wettbewerb. Das ist richtig! Also,